Ja, meine Leute, euer Bionix am Start und ich spiele Sky Captain Crack. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, es ist auch gleichzeitig die erste Runde mit Quests, die ich für euch heute hier habe. Ich glaube, ich kaufe Saucy für Economy, spiele sie aber in der ersten Runde nicht. Man verliert mit ihr eh sehr häufig. Gegen Reborn, Todesröcheln wäre man sowieso genauso viel Damage ausgeliefert. Ja. Da hätte ich so oder so zwei Schaden gekriegt, ob jetzt gegen den Risen Rider oder den gereborneten Risen Rider. Hat aber den Vorteil, dass ich jetzt das Gold erst im Zug 3 bekomme, was wiederum deutliche Economy-Vorteile hat. Das heißt, ich kann hier jetzt leveln. Sie spielen, freeze die andere Saucy Busker auch noch und hoffe damit dann, mir einen guten Economy-Vorteil zu verschaffen, denn ich bin ja auch ein Economy-Hero. Jede Runde increased mein Gold. Und ich kann es dann irgendwann einmal einsetzen. Nur einmalig kann ich mir dieses Gold holen. Das heißt, ich will es so lange wie möglich herauszögern, um dann einen großen Turn mit viel Zusatzgold zu kriegen. Was ich aber komisch finde, ich kriege gerade ein Gold, aber es heißt auch, each turn it increases. Hat es nach Turn 1 nicht increased? Ist das ein Fehler oder startet das auf 0 Gold? Man kann sich doch Zug 1 ein Gold nehmen, oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Kann man mit Sky Captain Turn 1 Hero Power und würde ein Gold bekommen? Weil dann hätte ich gerade in Zug 2 hier 2 Gold haben müssen und nicht erst in Zug 3. Dann ist es buggy und man kriegt ein Gold weniger, als man bekommen sollte. Schwierig zu sagen. Spiele ich eine 3-on-3-Curve gegen AFK? Das hat genau der Zug, in dem sie jetzt ihre Redrops aufstellt, ne? Und er ist verdammt stark. Nächste Runde habe ich 6 Gold. Kann leveln für 5. Kommt auch nicht aus, ne? Na, dann sollte ich vielleicht lieber doch... Spiele ich die? Ich kann nächste Runde mit dem extra Gold nichts machen, ne? Ich hätte statt 6 7 Gold. 7 Gold hilft mir auch nicht, weil ich nicht für 5 Gold leveln kann. Mit 2 Gold kann ich nichts kaufen. Ich halte die auf der Hand. Da, in der drauf, dem Turn, mit 8 Gold bringt die mir mehr, glaube ich. Die hat beide Discover auf der Hand gehalten? Ah, sie wartet die Quest ab. Auch spannend. Ist auch eine Sache. Wenn ich jetzt eine Kampfschrei-Quest kriege zum Beispiel, kann sich das lohnen, dass ich die auf der Hand gehalten habe. Aber das ist natürlich... So, entweder 5 Minions kaufen... Und immer, also das kann man mehrfach auslösen und dann entdeckt man eine Karte. 15 Einheiten müssen attackieren, dann kriege ich Cookbook. Oder die neue Quest, Sturdy Shard. Am Ende eures Zuges kriegt jedes Minion ohne Spot plus 1 plus 2 für jedes Minion mit Spot. Das ist komisch. Ich würde sagen, wir machen another Hidden Buddy. Ich nehme hier das Gold. Ich nehme den. Ich spiele noch Refreshing Anomaly, damit der Molten Rock die HP bekommt. Und noch 3 Units kaufen, dann kann ich, darf ich discovern. Das ist eine dieser der coolen Quests, weil die immer wieder ausgelöst werden kann. Steht ja auch in Klammern, can be earned endlessly, also kann unendlich oft verdient werden quasi. Buy 5 Minions, ja, ich sollte so ein Cycle-Bild spielen. Piraten wäre eine Option, Murlocs wäre eine Option mit Bran, Elementare wäre eine Option. Sind genug Cycle-Optionen dabei, oder? Max sind zwar auch drin, aber man merkt es noch nicht. Aber ich sag das lieber nicht so laut. Okay. Das ist leider viel Damage. Ja, Sylvanas ist ja auch ein Tempo-Hero, muss sie ja auch. Und ich habe eine Karte auf der Hand gehalten, das kommt ja auch noch dazu. Okay, Molten Rock Pair.
Leveln. Rollen. Oh. Ja, dann freezen wir für den Triple. Kann ich nächste Runde... schwierig. Ich kann nächste Runde, wenn ich kaufen möchte, nicht für 7 Gold leveln. Spannend, aber ich glaube, ich möchte in einen 4-Drop dann trippeln für Tempo. Tempo 4-Drop und Spawn of Nedors nehme ich auch mit. Vor allem mit den vielen HP ist Spawn ganz gut. Aber 5-Drop Nomi, 5-Drop Bran, 5-Drop Smuggler. Boah, die entscheidenden Units sind schon alle auf der 5. Boah, dann Hero Power ich. Das ist zwar super early. Aber ich das darf auch discovern. Wenn ich Hero Power kann ich leveln und zweimal kaufen. Dann discover ich einen 4-Drop dadurch, dass ich 2 Units kaufe und einen 5-Drop durch den Triple, oder? Ja, sollte ich vielleicht machen. Man kann darüber diskutieren. Wahrscheinlich wäre es besser. Also es ist zu diskutieren, wie viel besser es ist, das länger zu halten. Aber es ist mir egal. Das kann die entscheidende Einheit hier sein. Vanessa ist nicht gut. Vanessa ist leider wirklich nicht gut. Duo nehmen. Und einen 4-Drop entdecken. Los, gib mir einen 4-Drop. Silo Bone. Ich hab halt nichts, was summoned, ne? Und das ist kein permanentes Scaling, ist halt nur temporär. Die sind alle kacke. Dann nehme ich temporäres Scaling. Muss ja irgendwie. Ist nicht schlimm. Salamental wären gut. Hier um HP zu stacken und um die Quest wieder schneller auszulösen. 3 Units kann ich kaufen für 9 Gold. Wenn ich die alle 3 wieder verkaufe, habe ich wieder 3 Gold und kann noch eine 4. Unit kaufen. Aber 5 Units in einem Turn kaufen wird schwierig. Zumindest aktuell noch. Sieht gut aus. Eine Economy Unit. Drei habe ich jetzt gekauft, richtig? Ja. Ich könnte noch. Oh, dann discovern wir doch noch einen 4-Drop. Mal gucken. Ach, fuck! Oh, der Triple ist gut, ne? Ich hätte die erst spielen sollen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich ja einen Strong Shell entdecken könnte. Oh, ich verliere so viel Buffs. Nehme ich doch lieber einen Champion mit. Und spiele ein Spottbild. Es ist der 5-Drop. Leider Gottes, ich kann den ja verdoppeln gerade. Mit Duo. Ist es ein Bran? Ist Bran. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Interessant. Ein Buddy auch noch drin. Quest und Buddy hatten wir noch nie, dass das möglich war, die Kombination zu spielen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie Denatrius hat Quest, wie ETC sich hier schlagen wird. Im Quest-Meter. Den gab es damals ja noch nicht. Kein Kampfschrei bekommen, ist schade.
Aber die Chance auf einen Triple Brand ist auch gut. Leveln. Ah, das wird das was, wird das nichts? Das ist so schwierig zu sagen. Man hätte Salamental durchrollen sollen, ne? Ah, ich nehme. Moment, wir machen das jetzt mal so. Nee, wir machen das jetzt mal so. Immer wenn eine Einheit mit Spott stirbt, gibt die den benachbarten Einheiten plus 2 plus 2. Bedeutet. Sollen die ruhig so groß wie möglich werden. Freeze ich das? Den will ich nicht trippeln. Der bringt mich zwar näher ans Discovern wieder, aber. Gucken wir uns mal an. Nächste Runde müsste du uns dann den Triple geben, ne? Sehr gut. Das ist nicht wenig Schaden, aber wir müssen uns eigenes Scaling bringen, weil die Quest bringt uns kein Scaling. Ah, es ist ein spannender. Oh, es ist eine sehr spannende Runde. Der ist gut. Nimm mich mal mit. Der ist gut. Nimm mich mal mit und. Der ist wahrscheinlich auch gut, wenn ich Murloc spielen sollte. Ich sag mal so, falls der hier jetzt den Trade, also falls der tradet, aber überlebt, müsste der dem dann ja noch. Müsste er dem dann wieder Poison geben. Falls er stirbt, ist das okay. Ich habe nachher dann Murlocs auf dem Board. Erstmal den goldenen Brand machen. Den Spott kriegt gleich der Brand selber oder der. Belcher, ich weiß es nicht. Kann ich Upbeat Duo behalten? Kann ich mir das leisten? Auch keine Ahnung. Der Triple wäre halt schön. Es ist spannend. Ich mag Quests. Die bringen wieder viel Mix rein, weil du kannst fünf oder sechs oder sieben Mal den gleichen Helden spielen. Er fühlt sich jedes Mal anders an, weil der immer mit einer anderen Quest kombiniert wird. Und die Vielseitigkeit tut dem Spiel wieder gut. Ja, es wäre ein Traum, wenn man es schafft, Magma-Loks zu spielen, mehrere. Schade, dass wir sterben. Wir hätten, von der HP her hätten wir den Trade überlebt, aber leider nein. Und dann verlieren wir unser Venom an so einem Quatsch. Okay, das ist nicht so wenig Schaden. 2, 4, 9, 3, 14, 14. Aber Triple Bran, jetzt wird's spannend. Young Murkei plus Murloc. Gucken wir mal. Holy crap. Wie machen wir das? Zweimal Coral Murgle spielen oder zweimal Young Murkei spielen? Zweimal Coral Murgle, oder? Wie viele muss ich noch? Einen noch, dann darf ich mal kurz was entdecken, bitte. Oh, Jiraxis spielen? Für die Magnetics auf was denn? Bringt mir nichts. Muss Young Murkei spielen. Holy, 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 holy. Es geht los. Ich spiele nur einen einzigen Coral Murgle.
Und ich spiele auch nur einen Young Murkai wahrscheinlich, ja? Und ich muss das Ding gehen lassen. Oder ich lasse den gehen. Lass das Ding gehen. Ja, ich bin auf Level 6. Ich habe beide Murloc 6 Drops. Die Chance ist also nicht schlecht, die zu trippeln. Das ist natürlich ein ekliger Venom-Counter. Das ist das Einzige, was mir fehlt, der Bream-Counter. Aber es heißt ja nicht, dass ich ihn niemals finden werde. Mies, ich verteile den Damage so, dass beide überleben. Oh, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, aber es wird langsam eklig. Okay, ich habe eine Runde free gegen den Ghost. Dream Counter. Coral Murgle. Ich muss jetzt überlegen, was ich gehen lasse. Und ich glaube, ich lasse eher das gehen als den Rest. Okay, das geht, das geht, das geht. Kurz spielen. Zack. Ich darf was entdecken. Sehr nice. Leider habe ich nur einen Kampfschrei, richtig? Naja, Gold ist Gold, ne? Was soll ich sagen? Golden Murloc. Ah. Nee. Leider nein. Der löst rechts und links jetzt die Battle Cries aus. Deswegen sind das einige Buffs. Und ich spiele eh gegen den Ghost. Ich muss jetzt erstmal mal nur Primal Fins stacken. Den Magma-Lock würde ich gerne trippeln. Ich brauche weiterhin Flexbot. Deswegen habe ich den zweiten Magma-Lock leider nicht aufgestellt. So, schauen wir mal. Ein zweiter Lookout wäre auch geil, ne? Ja, weitere Bream-Counter. Weitere Murlocs. Eigentlich steht der Build. Wir müssen nur hoffen, dass wir nochmal zwei, drei Runden Zeit kriegen. Das ist ein super geiler Murloc. Das ist ein super geiler Murloc. Das ist ein super geiler Murloc. Spielen. Spielen. Den kann ich leider auch nicht spielen. Deswegen weg damit. Hier mal gucken. Dream Counter Triple. Bringt mir das mehr als den. Ja, bringt mir mehr, weil ich den dann. Eine Karte. Weitere Dream Counter sind immer geil. Weitere Stats mit Triple Brand, richtig geil. So, ich darf nochmal was entdecken. Danke, Quest. Ist aber egal. Ich glaube, ich kaufe den Salamental, einfach nur näher an meine Quest zu kommen. Und halt, weil es auch Magma-Lock scaled, ne? Ja, man hätte auf dem enden können, um den vom Lookout auszulösen, aber ich end jetzt einfach auf dem. Nimmt man das als Gold? Oh, ich end vielleicht doch nicht auf dem. Es sind halt so viele Stats für den Magma-Lock durchrollen. So. Hoffe, das lohnt sich. Auf dem Lookout senden wäre halt auch mega, weil es halt so viele Murlocs sind, die wir triggern. Interessant, dadurch, dass ich halt Discover, wird das Cyclen halt weiter angekurbelt. Klar, der Brand war Risiko, weil er halt wenig Stats eine ganze Weile lang aufs Board gebracht hat. War dann aber nachher meine Karte zum Erfolg quasi. Magma-Lock, viele Stats, aber halt dadurch, dass er keinen Venom auf dem Board hat, bin ich eigentlich safe mit meinem riesen Coral Murgle. Der kriegt halt
alle Stats auf der Hand doppelt. Und das ist dann inzwischen doch schon einiges. Nice. Jeden Murloc, den ich spiele, gibt mir plus 6, 9 Stats auf der Hand. Noch einen. Brauche ich den? Ja, der macht schon viel aus. Darauf kann man enden, ne? Darf nochmal discovern. Oh, das ist mein. Das ist sogar noch besser, als den Magma-Lock direkt zu trippeln, weil ich den so trippel mit einem Gottesschild. Mega geil. Bester Triple dafür, den man hätte haben können. Noch ein Ding. Nö. Das nutze ich. Das sind halt dann doch schon viele Stats. Was mache ich denn jetzt? Spiele ich den für Venom? Gegen Max spiele ich pure Stats, glaube ich. Das sind halt 94 plus 29 sind wir bei 123 123 Stats. Vielleicht spiele ich einfach den. Soll einfach tanken. Ran als Bumper. Läuft. Er hat zwar Double Scrap Scrapper und Drakari, aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm, weil er nur noch halb so viele Magnetics bekommt. Dadurch, dass der Scrap Scrapper nur noch alle zwei Runden auslöst. Und das sorgt dafür, dass es dann doch ein bisschen annehmbarer wird. Er hat zwar schon plus 26 Stats auf Cookbook. Ich habe euch Montag mit Denatrius ja schon als Preview für die Quests mit Cookbook gezeigt. Cookbook Scaling alleine kann Games gewinnen. Aber nicht gegen diesen Murloc-Bild. Geil, wir sind in der Top 4. Mindestens. Vielleicht fliegt noch mehr raus. Top 3. Auch Max hier oben und Murlocs. Das ist spannend. Das ist sehr spannend. Muss ich halt überlegen, was ich scalen möchte. Den. Kann halt nochmal hier Spot draufpacken. Und kann halt auf dem enden. Das ist wieder super geil, weil das super viele Quests, Stats sind. Das ballern wir durch. Dem geben wir Spot. Das ballern wir durch. Den ballern wir noch durch. Entsteht jetzt wieder einiges an Stats. Oh, jetzt müssen wir uns fast sogar beeilen. Weg. Oh, nicht den verkaufen. Auf keinen Fall den verkaufen. Hä? Nee. Was ist das hier? Alles shiftet durch die Gegend. Das ist ja gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Ich habe zu viele Sachen auf der Hand. Komm. Hau rein hier. Das. Das. Dream Counter Triple, auch sehr nice. Irrelevant. Das. Das. Einfach weil ich es kann. Komm schon. Ich glaube, das sollte okay sein. Ich hätte noch was kaufen können, ihr habt recht. It's too much going on. Ja, die hat niemals genug Venom, um mich zu countern. Und die Bream Counter, die da rauskommt, kann auch nicht so groß sein. Wie groß ist sie? Boah, das geht. Das geht. Meine Bream Counter ist groß genug, um seine beiden größten Units zu traden. So, was kommt da noch? Leeroy sogar, okay. Ein bisschen Scam. Und meine 500er Unit stirbt leider. Aber es reicht, um ihn zu töten. So. Ich glaube, jetzt muss ich mich eher, also den behalte ich jetzt, den Coral Murgle. 250 Sets zu heftig. Frage ist, muss man Bran gehen lassen oder was anderes?
Max? How big are these Max? Discovern erstmal. Okay, ich lasse den gehen, den Bran gehen. Ja, schwierig. Lass den Bran gehen. Ja, ich hätte gern, während Bran auf dem Board ist, den Murloc gespielt, aber dann würde ich gar keine Murlocs mehr bekommen. Das ist auch schwierig. Also ein bisschen noch durchrollen. So. Gehe ich auf Venom, gehe ich auf Manted Queen. Ich gehe auf Venom. Stelle ich absichtlich so weit nach hinten. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich nicht will, dass ein Cleave in den Spot hittet und den tötet. Und am Anfang hat er wahrscheinlich Gottesschilde. Ja, da sind die Cleaves. Zwei Cleaves direkt, ist nicht ohne. Und dann auch noch mit Wind Fury. Okay. Jetzt ist die Frage, kommt hier Scam raus? Wenn der Double Leeroy auf der Hand hat oder Leeroy Manted Queen, dann kann das eklig werden. Sag ich euch ganz ehrlich. Nee, hat er nicht. Gut. Dann müsste das ein easy win sein mit meinen 500 Sets. Aber ich mache bei weitem nicht genug Damage, um ihn zu töten. Er kriegt wahrscheinlich nichts mehr auf meinem Board getötet. Doch, wenn sich alle Attacks hier in die Bream Counter konzentrieren, dann ja. Oh, er hittet perfekt mittig. Wo hittet der? Er schafft es wirklich noch, die Bream Counter auch noch wegzuholen, um den Damage zu reduzieren. Ja, Scam ist mein Problem. Wenn er mich scammt, dann könnte es schwierig werden. Ich muss mir jetzt mal einen Leeroy besorgen gleich. So, ich darf das covern. Der geht. Ich hätte gerne einen Leeroy eigentlich. Aber es macht keinen Sinn groß. Leeroy Jenkins. Wo bist du? Wo ist denn der Leeroy hin? Der hatte einen. Hatte der gerade einen Titus? Wofür? Ne, der andere hatte einen Titus eben, ne? Gucken wir mal. Ja, da steht der Scam auf einmal. Der hätte den gar nicht spielen müssen. Der hätte nur alles loswerden müssen von der Hand und den Scam auf die Hand nehmen müssen. Aber das ist frech. Ja, der macht jetzt natürlich auch tons of damage. So, aber einer von den dreien reicht ja aus, um das zu traden. Das heißt, einer kann da ruhig sterben. So, kommt da mehr Scam raus? Nein. Und damit holen wir das Ding, Leute. Quests sind da. Ich glaube, eine sehr, sehr coole Runde zum Start. Cool zu sehen, dass Max auch nicht mehr unbesiegbar sind. Ich hoffe, die Runde hat Spaß gemacht, wenn das so ist. Dann lasst doch gerne ein Abo da. Glocke lang nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Schönes Wochenende. Und ich bin raus. Ciao.